In der Welt der Psychologie wird heftig darüber gestritten, ob die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung bei Kindern und Jugendlichen gestellt werden darf oder nicht. Es scheint gerade so, als wäre für eine Fraktion der Diagnostiker und Kinder- und Jugendtherapeuten der Narzissmus für Menschen ab dem 20. Lebensjahr reserviert. Das ist nicht nur ein fataler Irrglaube, sondern auch brandgefährlich und äußerst schädlich für Kinder, deren Familien und die Gesellschaft. Ich bin Professor Oscar Green und will mit Ihnen diesen Irrglauben auflösen. Dazu schauen wir uns natürlich die Argumente und Bedenken der, so nenne ich sie jetzt mal, Verneiner genau an. Und ich will Ihnen darlegen, warum es sogar zwingend notwendig ist, die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung frühzeitig in der Kindheit zu stellen. Und dann will ich Ihnen die glasklaren Symptome vorstellen, mit denen Sie narzisstische Kinder identifizieren können. Damit das gelingt, brauchen wir heute Elemente der klinischen Kinder- und Jugendpsychologie, der Psychoanalytik und der Kriminalpsychologie. Die Diagnose von Narzissmus bei Kindern ist umstritten, hauptsächlich aus folgenden Gründen. Erstens, Entwicklungsphasen. Kinder und Jugendliche durchlaufen verschiedene Entwicklungsphasen, in denen sie sich selbst und ihre Umwelt erkunden und verstehen lernen. Ein gewisses Maß an Selbstzentriertheit oder Egozentrismus kann in bestimmten Phasen normal sein, besonders in der Pubertät. Diese Verhaltensweisen sind oft vorübergehend und nicht notwendigerweise Anzeichen einer Persönlichkeitsstörung. Das Argument ist für mich nachvollziehbar. Der infantile Narzissmus, der sich in verschiedenen Entwicklungsphasen zeigt, ist normal. Er kann aber deutlich vom pathologischen Narzissmus eines Kindes diagnostisch abgegrenzt werden. Das will ich mal dagegen halten. Zweitens, diagnostische Kriterien. Die meisten diagnostischen Kriterien für Persönlichkeitsstörungen, einschließlich Narzissmus, sind auf Erwachsene ausgerichtet. Bei Kindern ist es schwieriger, dauerhafte Muster von Verhaltensweisen und Einstellungen zu erkennen, die für eine solche Diagnose erforderlich sind. Persönlichkeitsstörungen setzen voraus, dass bestimmte Verhaltensmuster über lange Zeit stabil und unveränderlich sind, was bei sich noch entwickelnden Kindern schwer zu beurteilen ist. 12 Monate sind in der Entwicklung eines Kindes ein sehr langer Zeitraum mit vielen Veränderungen. Bleiben bestimmte schädliche Verhaltensweisen bei einem Kind über 12 Monate bestehen, können wir auch hier über ein überdauerndes Verhaltensmuster sprechen, das psychologisch beurteilt werden muss. Hinzu kommt, dass Kinder prinzipiell die gleichen Muster zeigen wie Erwachsene. Diese spielen sich lediglich in der Welt des Kindes ab. Das heißt, es bedarf einer Transformationsleistung des Therapeuten, um zum Beispiel die Größenfantasie des Narzissten in der Erwachsenenwelt auf die Kinderwelt zu übertragen. Drittes Argument, Veränderlichkeit im Verhalten. Kinder sind in ihrer Entwicklung sehr dynamisch. Verhaltensweisen und Einstellungen, die in einem bestimmten Alter auftreten, können sich mit neuen Erfahrungen und Reifungsprozessen stark verändern. Die sogenannte Labeling-Theorie besagt auch, dass das Zuweisen einer solchen Diagnose das Selbstbild des Kindes negativ beeinflussen und dessen Entwicklung möglicherweise in eine ungünstige Richtung lenken könnte. Ich sage, noch schlimmer ist es aber, die Diagnose und Behandlung zu unterlassen. Kinder entwickeln eigene Strategien, um sich das eigene Verhalten und Empfinden zu erklären. Das Ergebnis sind dann typische narzisstische Abwehrstrategien, wie zum Beispiel die Abwertung anderer oder die unrealistische Überhöhung eigener Fertigkeiten. Und diese Abwehrstrategien, die den Selbstwert erhalten sollen, verfestigen sich im Laufe der Zeit und führen zu weiteren Entwicklungsstörungen der Persönlichkeit bis hin zum Vollbild der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Dann gibt es, unser Punkt Nummer 4, ethische Überlegungen. Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung bei einem Kind kann langfristige Auswirkungen auf dessen Selbstwahrnehmung und auf die Wahrnehmung durch andere haben. Das Etikett narzisstische Persönlichkeitsstörung könnte stigmatisierend wirken und die Chancen des Kindes auf positive soziale Interaktion und sein Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Da muss ich sagen, für mich ist hier der Therapeut gefordert, mit kindgerechter Kommunikation und kooperativem Verhalten den hilfreichen Aspekt der Behandlung in den Fokus zu schieben.
Natürlich muss verhindert werden, dass das Kind die Überzeugung findet, dass die therapeutische Beratung und Behandlung eine Herabwürdigung und Stigmatisierung ist. Sonst würde das Kind die Interventionen als weitere Kränkungen empfinden und sich verweigern. Das fünfte Argument, das häufig genannt wird, ist Komplexität der Diagnose. Narzissmus bei Kindern zu diagnostizieren ist komplex, da Symptome, die narzisstischen Verhaltensweisen ähneln, auch bei anderen Störungen wie ADHS, Autismus oder Angststörung auftreten können. Eine sorgfältige Differentialdiagnose ist erforderlich, um andere mögliche Ursachen oder Begleitstörungen zu berücksichtigen. Das unterschreibe ich vollständig. Aber nur weil etwas schwer ist, heißt es ja nicht, dass wir der Aufgabe aus dem Weg gehen dürfen. Sonst müssten wir ja auch in toxischen Beziehungen verharren, weil es zu anstrengend ist, sich daraus zu lösen. Es gibt aus meiner Sicht noch eine Vielzahl an Argumenten, warum die Narzissmusdiagnose in der Kindheit sinnvoll und notwendig ist. Um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, will ich mich auf ein zugegebenermaßen absolutes Totschlagargument beschränken, das aber trotzdem hoffentlich für jeden nachvollziehbar ist von Ihnen. Der erste in der Forensik beschriebene Amoklauf in Deutschland wurde 1913 durch den Lehrer Ernst Wagner begangen und forderte 14 Todesopfer. Bis zur Mitte der 90er Jahre wurden Amokläufe, insbesondere an Schulen, durch erwachsene Männer verübt. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich aber das Täterbild komplett gewandelt und es sind jetzt ausschließlich Jugendliche, die diese Taten verüben. Dabei ist auffällig, dass fast alle Amokläufer an Schulen sich entweder selbst töten oder darauf anlegen, von der Polizei getötet zu werden. Das nennt man Suicide by Cop. In der Kriminalpsychologie herrscht Übereinstimmung, dass nahezu alle dieser jugendlichen Täter eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit einer starken depressiven Komponente hatten. Einige wenige von denen wurden mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Jugendliche Männer, die unter einer schweren Persönlichkeitsstörung leiden, insbesondere unter einem sogenannten malignen Narzissmus, also dem bösartigen Narzissmus, finden in den neuen Medien und ihrer Faszination für Waffen, das sind sozusagen narzisstische Prothesen der Machtverlängerung, eine Möglichkeit, ihre inneren Selbstzerstörungstendenzen, nennt man Autoaggression, mit den Schaden anderer, Alloaggression, zu kombinieren oder zu verdrängen. Dies geschieht oft in Form eines dramatisch inszenierten erweiterten Suizids, bei dem sie durch narzisstische Wut und Hass einen spektakulären Abschied von ihrem als schmerzvoll empfundenen jungen Leben gestalten. Auf diese Weise versuchen sie, ihr narzisstisch verletztes und entwertetes Selbstbild zu retten. Die anhaltende Traumatisierung und Trauer anderer Menschen lassen sie unvergesslich und in gewisser Weise unsterblich erscheinen. Primär findet also ein erweiterter Suizid statt, der in einem starken Gegensatz zum stillen Suizid eines rein depressiven Jugendlichen steht, der sich ja klein und wertlos fühlt. Psychoanalytisch gesehen wird die depressive Komponente des Narzissmus durch den Größenwahn und der Macht über Leben und Tod beim Amoklauf narzisstisch kompensiert. Da Amokläufe keine spontanen Affekthandlungen sind, sondern über Monate, manchmal Jahre vorbereitet werden, bietet sich hier ein langer Zeitraum, in dem eine vernünftige Diagnose und Intervention Schlimmstes hätte verhindern können. Ich selbst habe einen sehr, sehr guten Freund, der Kinder- und Jugendpsychiater in einer deutschen Großstadt ist und durch seine Arbeit nachweislich 5 Amokläufe an Schulen in eben dieser Stadt verhindern konnte. Aber der hat auch keine Scheu, eine treffsichere Diagnose zu stellen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir müssen doch dahin kommen, diesen Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu helfen und Eigen- und Fremdgefährdung abzuwenden. Dafür müssen wir uns bewusst machen, wie wir narzisstische Kinder erkennen können. Es gibt einige allgemeine Anzeichen, die auf narzisstische Züge bei Kindern hindeuten können. Das sind auch Anzeichen, wie wir sie beim erwachsenen Narzissten finden. Also sprich, gleiche Muster. Da haben wir das übertriebene Gefühl von Wichtigkeit. Das Kind könnte glauben, dass es besser ist als andere in bestimmten Bereichen, ohne dies notwendigerweise beweisen zu können. Mangel an Empathie.
Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen oder deren Gefühle zu berücksichtigen. Fantasien von Erfolg, Macht oder Schönheit. Häufiges Tagträumen über außergewöhnlichen Erfolg, Beliebtheit oder physische Attraktivität. Bedürfnis nach Bewunderung. Das Kind könnte ein übermäßiges Bedürfnis nach Lob und Bestätigung haben und schlecht auf Kritik oder Versagen reagieren. Ausnutzung zwischenmenschlicher Beziehungen. Es könnte versuchen, andere zu manipulieren oder auszunutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Neidisch auf andere oder der Glaube, dass andere neidisch auf sie sind. Häufige Vergleiche mit Gleichaltrigen in Bezug auf Erfolg, Aussehen oder Besitztümer. Dann haben wir arrogantes oder überhebliches Verhalten. Herablassendes Verhalten gegenüber Gleichaltrigen oder Erwachsenen. Wichtig ist natürlich, dass viele dieser Merkmale in verschiedenen Entwicklungsphasen normal sein können und nicht unbedingt auf Narzissmus hindeuten. Kinder und Jugendliche durchlaufen viele Veränderungen und können Phasen von Selbstbezogenheit erleben, ohne dass dies ein dauerhaftes Problem darstellt. Es gibt aber auch klare klinische Manifestationen der narzisstischen Störung bei Kindern. Da haben wir als erstes Lernstörung. Narzisstische Kinder sind oft Schulversager, obwohl sie mitunter überdurchschnittlich intelligent sind. Fächer, in denen sie nicht sofort Erfolg haben, werden boykottiert, um den eigenen Selbstwert zu schützen. Sie machen selten ihre Hausaufgaben zu Ende, was ein Zeichen des grandiosen Selbst bei Kindern ist. Zum grandiosen Selbst gehört auch, dass sie sich dem Lehrer ebenbürtig und den Mitschülern überlegen fühlen. Von Lehrern werden sie häufig als arrogant und überheblich beschrieben. Ein Mittel, um das grandiose Selbst zu schützen, ist dann auffälliges Lügen. Gleichsam erleben wir ausgeprägten Neid den Gleichaltrigen gegenüber, der sich häufig in Abwertung und der Zerstörung physischer Werke zeigt. Aversion gegen Blickkontakt. Ein bedeutsamer diagnostischer Aspekt ist die Ablehnung und das Vermeiden von Blickkontakt mit Erwachsenen. Diese Aversion ist häufig bei narzisstischen Kindern, typisch bei autistischen Kindern und manchmal vorhanden bei Kindern mit antisozialer Persönlichkeitsstörung. Bei narzisstischen Kindern dient die Vermeidung des Blickkontakts dazu, die Gefahr der Nichtanerkennung, zum Beispiel durch die Eltern, zu minimieren. Ebenso hilft es, der Konfrontation aus dem Weg gehen zu wollen, dass die eigene Grandiosität keine entsprechende Rückmeldung von Erwachsenen erfährt. Und es wird der Erkenntnis ausgewichen, dass das Kind von einem anderen Objekt, also den Eltern, abhängig ist. Wir sehen auch eine ausgeprägte Spielpathologie. Narzisstische Kinder entwickeln im Alter zwischen 3,5 und 11 Jahren typischerweise eine schnell einsetzende Langeweile bei neuen Spielsachen und eine ausgeprägte Spielhemmung. Strukturierte Spiele sind Spiele, die ein klar definiertes Regelwerk haben und einem Zeitplan unterliegen, wie zum Beispiel organisierter Sport im Verein. Bei strukturierten Spielen ist zu beobachten, dass narzisstische Kinder bei jeder empfundenen Niederlage zu Wutanfällen oder zu heftiger Angst neigen. Fantasiespiele sind Spiele, die unstrukturiert sind und dem Spielenden freien Gestaltungsfreiraum lassen. Zum Beispiel, ich gebe dem Kind einfach ein paar Puppen und sage, spiel. Fantasie an, spiel. Narzisstische Kinder haben eine große Hemmung bei Fantasiespielen. Lassen sich narzisstische Kinder auf Fantasiespiele ein, sind diese durch starke Aggression geprägt. Puppen werden gequält und zu Tode gefoltert. Die Mörderpuppe schlachtet alle ab. Dabei ist das Spiel anfangs freudlos und im weiteren Verlauf zunehmend von sadistischem Vergnügen geprägt. Wir haben als nächsten Punkt Trennungsangst. Narzisstische Kinder brauchen auch eine beständige Quelle der Bewunderung und Anerkennung, also eine ununterbrochene narzisstische Zufuhr. Das narzisstische Kind ist demnach unfähig, allein zu sein. Bei jüngeren Kindern lenken starke Wutausbrüche gern von diesem Umstand ab. Durch die überzogene und unangemessen ausgelebte Trennungsangst nimmt das narzisstische Kind ein Elternteil, meistens die Mutter, in eine Form der Haft, in der die Mutter als Zellengenosse dem Kind als Hilfs-Ich dient, um das grandiose Selbst zu bestätigen. Wir haben eine Beeinträchtigung sozialer Interaktionsfähigkeiten.
Ein entscheidender Punkt bei der Diagnostik ist die Interaktion mit Gleichaltrigen. Bei narzisstischen Kindern finden wir häufig den Empathiemangel gegeben. Sie sehen Spielkameraden als Mittel zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Erfahren sie Zurückweisungen, kommt es schnell zur Gewalt oder Besitzansprüchen. Mein Spielzeug, ich mache die Regeln. Wir haben eine Fixierung auf das Selbstbild. So wie der erwachsene Narzisst sein Spiegelbild liebt und auch nicht davor zurückschreckt, sich beim Masturbieren im Spiegel zu betrachten und einen Lustgewinn daraus zu ziehen, so ziehen narzisstische Kinder auch eine Lust aus der Betrachtung ihres Spiegelbilds. Bach spricht davon, dass für Wahrnehmung des Selbst, das Körperselbst, das Spiegelbild, eine Art Double ist. Und das gefällt dem Narzissten. Broussard verdanken wir die Videodokumentation einer Therapiesitzung mit einem 4,5-jährigen narzisstischen Jungen, dem er einen großen Spiegel hinstellte. Worauf dieser Junge zwar die ganze Therapiestunde lang die Fragen Broussards beantwortet hat, aber nicht ein einziges Mal den Blick vom Spiegel genommen hatte, sondern nicht müde wurde, sich selbst darin zu bewundern. In der Psychoanalyse geht man ja davon aus, dass Persönlichkeitsstörungen mit Störungen und Defiziten in der Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung in bestimmten Abschnitten der Kindheit einhergehen. Daher war es in der Psychoanalyse schon immer statthaft, Narzissmus bei Kindern frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln. Auch die Diagnosesysteme ICD und DSM schließen die Möglichkeit der Diagnose nicht aus. Natürlich sollte eine Diagnose behutsam und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl gestellt werden. Aber die NPS bei Kindern darf kein blinder Fleck sein, dessen Existenz einfach ausgeblendet wird. Es gibt klare Diagnosekriterien, von denen ich einige kurz dargelegt habe. Und im Zweifel gibt es ja auch die Möglichkeit, von einem qualifizierten Kollegen eine Zweitmeinung einzuholen. Kinder sind die Zukunft jeder Gesellschaft. Ich weiß, das klingt total plakativ, ist aber so. Wenn wir die narzisstische Entwicklung unserer Gesellschaft berichtigen wollen, müssen wir uns zwingend um die gesunde psychische Entwicklung der kommenden Generation intensiv und noch intensiver, als wir es jetzt tun, kümmern. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Einblicke geben und das Video hat Ihnen gefallen. Bitte geben Sie ihm doch ein Like und abonnieren den Kanal. Ich bin gespannt, wie Ihre Meinung zu diesem sensiblen Thema ist. Bis zum nächsten Mal, Ihr Professor Ashok Riemen.